Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Kapitalismus und Krieg, da fällt einem natürlich als allererstes das berühmte Zitat des französischen Sozialisten Jean Jaurès ein: Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Ich glaube, das ist etwas, was eine Wahrheit war zu der Zeit, zu der es Jean Jaurès gesagt hat, das war ja vor dem Ersten Weltkrieg. Es hat sich das ganze 20. Jahrhundert über bestätigt und es ist auch heute noch wahr. Im Übrigen ist das der Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg etwas, das auch sogar weit schon vor Entstehen der sozialistischen Bewegung ein Thema war. Interessanterweise von einem Mann, den man gar nicht unbedingt so oft in unseren Traditionen sieht, nämlich Goethe. Goethe hat nämlich in seinem Faust, dem Mephisto, in den Mund gelegt, den Satz: Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen. Und da ging es genau darum, dass sozusagen damals Faust in dem Goethe-Stück als ein Unternehmer von einem unersättlichen Expansionsdrang getrieben diesen Mephisto losschickt, die ganze Welt zu erobern. Das heißt, kapitalistische Handelsbeziehungen und militaristische Aktionen, Kriegsaktionen, sie waren Zwillingsbrüder von Anfang an. Und ich finde, wenn wir über Krieg heute reden, dann ist es gerade auch Aufgabe der Linken, genau diese dahinterstehenden Interessen immer wieder deutlich zu thematisieren. Es ging in Afghanistan nie darum, die Taliban zu bekämpfen. Die Taliban sind ursprünglich überhaupt ein Produkt der amerikanischen Geheimdienste. Sie sind ein Produkt, die zunächst groß gemacht wurden und dann waren sie der Vorwand, einen blutigen Krieg zu führen, bei dem es in Wahrheit um geostrategische Positionen und natürlich um Pipeline-Routen ging. Und der nächste Krieg im Irak, genau das Gleiche. Es ging nicht darum, Saddam Hussein zu bekämpfen, der auch ursprünglich ein Verbündeter der USA gewesen ist, der noch vorher gestützt wurde, beispielsweise im Krieg gegen den Iran. Und es ging auch nicht darum, Massenvernichtungswaffen zu beseitigen, von denen sich herausgestellt hat, dass sie überhaupt nicht vorhanden waren, sondern es ging natürlich auch dort um Rohstoffe, es ging dort ums Öl und das war der Kern dieser Kriegsaktionen. Und ich erinnere mich daran, wie auch in Deutschland natürlich es nicht von vornherein klar war, dass man sich an diesem Krieg nicht beteiligt. Das, glaube ich, sollte man immer wieder sich auch rekapitulieren, weil oft wird das im Rückblick vergessen. Es gab einen Außenminister Fischer damals, der zunächst öffentlich sehr wohl seine Bereitschaft erklärt hatte, genau diesen Krieg mitzuführen unter dem Vorwand der Massenvernichtungswaffen. Und es gab auch in der SPD-Diskussion. Und dann gab es eine ganz spontan, aber sehr, sehr breit und sehr, sehr groß entstandene Friedensbewegung und eine riesige Friedensdemonstration. Und dann gab es einen Druck auf die Regierung. Und dieser Druck hat dann dazu geführt, dass Schröder offenbar sensibilisiert hatte, das ist so unpopulär, wenn ich das jetzt mache, dann schieße ich mich ab. Das heißt, unter dem Druck dieser Bewegung hat die Regierung dann einen Schwenk vollzogen. Und ich glaube, das ist für uns Heutige und für uns in der jetzigen Situation natürlich umso wichtiger, das immer wieder auch in die Erinnerung zu rufen, weil wir auch heute, ich meine, wir haben ein Deutschland, das Waffen in alle Welt liefert. Wir haben ein Deutschland, das sich daran beteiligt, dass die NATO eine aggressive Strategie gegenüber Russland fährt, einen neuen Kalten Krieg begonnen hat. Morgen werden die Außenminister der NATO zusammensitzen. Da geht es darum, eine sogenannte Speerspitze einzusetzen, das heißt eine schnelle Eingreiftruppe. Und diese Verrückten fantasieren darüber, wie diese Eingreiftruppe dann irgendwann in Osteuropa zum Einsatz kommt. Mein Gott, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs haben die immer noch nicht begriffen, dass man in Europa keine Kriege mehr führen kann. Und es ist so verdammt ruhig auf der Straße. Wir brauchen endlich Widerstand gegen diese Kriegspolitik. Und es wird ja am 13. Dezember eine Demonstration geben und ich finde es wichtig, dass es eine große Demonstration wird. Eine Demonstration gegen die Kriegstreiberei von Gauck. Und ich finde insgesamt,
Wir müssen einfach in dieser Frage aktiver werden. Es muss auch mehr Druck auf diese Regierung geben, diesen Kurs nicht weiter fortzusetzen. Und wenn ich diese unendliche Heuchelei höre, diese unendliche Heuchelei, mit der Sie uns immer erzählen, Deutschland müsse Verantwortung übernehmen in aller Welt. Und von Verantwortung reden Sie eben interessanterweise immer nur dann, wenn es darum geht, Waffen zu liefern, wenn es darum geht, Soldaten zu schicken, wenn es darum geht, sich an Kriegen und an Morden zu beteiligen. Weil Krieg ist eben Mord. Was ist das für eine Verantwortung? Das ist doch eine verdammte Heuchelei. Ich meine, wir haben jetzt, gestern war das, glaube ich, in den Nachrichten oder vorgestern, dass die UN nicht mehr in der Lage ist, Ernährungshilfe mitzubezahlen, weil die Geberländer der UN das Geld gestrichen haben. Das hat die Konsequenz, dass über 1 Million Flüchtlinge, zum Beispiel auch aus Syrien, dass sie nicht mehr mit elementaren Nahrungsmitteln und Medikamenten unterstützt werden können. Das heißt, und da steht der Winter vor der Tür, dort in der Region genauso wie hier. Und dieses Elend, das wird sehenden Auges in Kauf genommen. Da tut man nichts. Die angeblichen Verantwortungsträger, da schauen sie nämlich zu, wenn Menschen sterben, wenn Flüchtlinge unter furchtbaren Bedingungen noch nicht mal mit einem ordentlichen Zelt und mit einigermaßen Essen und Trinken versorgt werden. Da tun sie gar nichts, genauso wie sie bei Ebola nichts getan haben, genauso wie sie gegen den Hunger dieser Welt nichts tun. Was für Heuchler, aber Kriege wollen sie führen. Und ich denke, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Linke immer wieder klar sagen, was ist denn die Bilanz all dieser Kriege, die Sie in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 15 Jahren alleine nur geführt haben? Was ist die Bilanz? Die Bilanz ist, dass man völlig destabilisierte Länder hinterlassen hat. Die Bilanz ist, dass Zehntausende im Irak, sogar Hunderttausende Zivilisten ermordet wurden. Die Bilanz ist, dass alles schlimmer geworden ist, als es vorher war. Und deswegen war es von Anfang an richtig, dazu Nein zu sagen als Linke. Und es gibt überhaupt keinen Anlass, das auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Und Gregor Gysi hat ja auch einen wichtigen Punkt schon gesagt. Wenn Sie immer von dem Frieden und von der Menschlichkeit dieser Welt reden, es gäbe eine ganz schlichte Maßnahme, die man hier in Deutschland beschließen könnte, die wirklich diese Welt friedlicher machen würde. Und das wäre sofortiges Verbot sämtlicher Rüstungsexporte und vor allem natürlich der Rüstungsexporte in Krisenregionen. Das wäre eine wichtige Maßnahme. Das würde wirklich helfen. Aber da sieht man auch wieder die Heuchler am Werk. Herr Gabriel ist ja angetreten mit der ausdrücklichen Message, ja, er wird das jetzt als Wirtschaftsminister viel kritischer sehen und er wird die ganzen Waffenlieferungen viel, viel kritischer begleiten. Und jetzt liegt ja der erste Bericht vor über sein erstes Jahr. Nichts wurde kritischer gesehen. Es ist sogar ausgebaut worden, die Waffenlieferungen in sogenannte Drittstaaten, das heißt in Staaten wie Saudi-Arabien, wo ähnlich viele Menschen geköpft werden wie von dem barbarischen IS. Und da liefern wir noch die Waffen hin. Was für ein Skandal. Und auch da wird die Linke Nein sagen und wird auch dabei bleiben, dass sie dazu Nein sagt. Und natürlich muss man auch in dem ganzen Zusammenhang ein weiteres Thema aufmachen. Eine der Hauptorganisationen der gesamten Interventionskriege oder eigentlich die Organisation, die die Interventionskriege der letzten 15 Jahre getragen hat, das ist natürlich die NATO gewesen. Im Namen der NATO wurde barbarisches Unrecht im Grunde verfolgt, auch gerade in Form der Drohnenkriege, gerade in Form der Bombardierungen von Zivilisten. Und die NATO ist es eben jetzt wieder, die in Europa hauptsächlich die Kraft ist, die dort mit dem Feuer spielt und die hier auf Krieg oder zumindest auf kalten Krieg und auf Abschreckung setzt. Und deswegen glaube ich, bleibt es auch richtig, dass wir als Linke in unserem Wahlprogramm die Forderungen drin haben. Raus aus den militärischen Strukturen der NATO. Das ist ein Kriegsbündnis und dafür sollten wir nicht länger die Haftung übernehmen. Und ich meine, in der Geschichte und auch in der Diskussion auch der alten Bundesrepublik, gab es ja tatsächlich auch mal das Einsehen, gerade auch in der damaligen SPD, dass Krieg führen und Krieg kein Mittel der Politik mehr sein darf. Und es gibt ja diesen schönen Ausspruch von Willy Brandt,
Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Und ich bin froh, dass es mit der Linken wirklich wenigstens noch eine Partei im Bundestag gibt, die diese Maxime hochhält. Und es ist auch unsere Verantwortung, dass es nie wieder dazu kommt, dass nur noch ein einziger Abgeordneter im Bundestag Nein sagt zu Krieg. Wir sind die Fraktion, die Nein sagen, und wir werden das auch in Zukunft tun.